dann geht's für uns gleich auf Richtung Anvil. Aber vorher habe ich mich übrigens nochmal, wie ihr das natürlich von mir kennt, mal gut informiert. Ah, sieht... Oh, scheiße, sieht das mal großartig aus. Wir gehen nämlich nochmal in die Imperial City. Wo war's denn? Nope. Da kenne ich mich mittlerweile schon ganz gut aus. Arcane University ist natürlich auch nicht schlecht. Da haben wir natürlich die Mages Guild wahrscheinlich, dass es uns dahin irgendwann verschlagen wird. Ich meine, es war hier. Außerhalb der Stadt in diesen Waterworks. May lead you to great treasure. Ooh. Genau, in den... war das hier? Nee, oder? Nee, das kann nicht richtig sein. Oh mein Gott. Wo war das? Wo war das? Waterfront, hier war es, genau. Denn wir haben da, wir haben mittlerweile herausgefunden, was Thieves Guild angeht, müssen wir natürlich die guten Bettler befragen. Und wir haben eine Gruppe an Bettlern hier in Waterfront gesehen. Die laufen übrigens auch... da soll man, glaube ich, nicht hingehen. Das ist ein bisschen schlecht. Wir haben ja schon gemerkt, dass die Kollegen irgendwie ein bisschen botophil sind, sage ich mal. Aber ja, wir haben schon welche gesehen. Die laufen meistens auch einfach in der Stadt rum allerdings. Aber die, die wir gesehen haben, von denen wir definitiv wissen, dass sie existieren... Das sieht fast wie einer aus, wobei ich fast glauben würde sogar, dass das Schiff hier zu ihm gehört. Ah ja, okay. So hungry. Have a coin. Thank you, kind. So, Grey Fox. Ah, okay, das wissen wir ja. Wir können jetzt folgendes mal ausprobieren. Wir haben eine Disposition von 49. Wir können Admire, Joke, Coerce oder Boast. Machen wir Bribe. Well, isn't that sweet of you? Reicht 70? Are you looking for him? Ah, nice. Yes, I want to work for him. Yes, I want to rid the city of him. No, I'm just curious about him. Yeah. I think I trust you enough to tell you this secret. Nice. To learn more about the Grey Fox, go to the Garden of Dereloth at midnight. Look in the waterfront district of the Imperial City. Also here. I can say no more. Wunderbar. Finding the Thieves Guild. Ich glaube, das machen wir als erstes. Da habe ich irgendwie gerade ein bisschen... Ja, wunderbar. Haben wir auch jetzt schon einen weiteren Freund gemacht. Und zwar, Freundschaft ist käuflich, wie wir hier sehen. Zumindest hier in Oblivion. So. Mal gucken, ob wir da genaue Zeitangabe in dem Fall auch bekommen. I should look for the Garden of Dereloth in the Waterfront District of the Imperial City around midnight. The Grey Fox is the only clue I have to the mysterious Thieves Guild. Okay, also ein bisschen weiter hier hinten. Achso, war das? Ist... Nee. 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 Wollte gerade sagen, ist es eventuell dieses Schiff da hinten? Es sieht sogar fast so aus. Aber ich glaube kaum. Können wir schauen. Es kann auch sein, dass es in dem Fall einfach eine Taverne oder so ist. Das glaube ich in dem Fall schon eher. What is it, Citizen? Speak. Gut, dass er auch direkt in der Nähe ist. Hätte man eigentlich drauf kommen können. Hail. Moin. Ah, wir können die Sachen anscheinend mitnehmen, weil es gilt nicht als Clown. Also wunderbar. Hier oder was? Mal kurz schauen. Anscheinend, Midnight, das ist in meinem Buch normalerweise direkt Punkt 12. Das heißt, wir haben jetzt 11.23 Uhr, glaube ich. Ah, ne, 10 Uhr, okay. Ah, wahrscheinlich poppt hier einer auf. Das kann gut sein. Machen wir mal 2 Stunden. Na, ja, mal 1 Stunde. Wahrscheinlich wird hier irgendeiner sein. Okay, noch 1 Stunde. Oder auch nicht. Moment, nach was muss ich schauen? For the Garden of Dereloth. Haben wir hier die Local Map? Ja. Ach, hier. Ah. Okay. Müssen wir noch einmal außen rum? Ne, wir können hier lang. Okay. Dann kommen wir da auf die andere Seite. Dachte aber schon, das ist so ein bisschen eingekerbt. Hätte gut sagen können, dass er da eventuell irgendwo abhängt, aber
Anscheinend nicht. Ich dachte, das wären die hier die Chestnut Stables. Moin, Chefs! Was ist los? Leicht überrascht, hm? Do I know you? You should. Gray Fox? You say a beggar told you to seek me out? Good enough for me, then. The beggars are the eyes and ears of the Gray Fox. He is the king of thieves in Cyrodiil. You could think of him as our guildmaster, although he would deny that title. John. You don't look very trustworthy. I have no idea what you're talking about. What? Oh, come on. So? Oh, that's just the thing. That's the spot. Okay. John? Everyone is here. Let's begin. Okay. Each of you is seeking membership in the Thieves Guild. The Thieves Guild is not a myth. We are followers of the Gray Fox, and I am his doyen. Merely by finding me, you have passed the first test. Wunderbar. Dann sind wir schon mal ein Arconian und ein Bosmer. Rather than the normal test of skill, I'm going to make this a contest. Ach so. Okay. That's not fair. Methrodel, you know the rules. However, for Amusei and the newcomer, let me state them clearly. Whoever brings me the diary of Amantius Electus without killing him will be invited into the guild. Ha! I'll have it before sunrise. Somewhere in the Imperial City, the beggars will help you locate it for a prize. They'll sell you lockpicks if you need them. One more thing. You cannot kill each other during Verdammt. Das war meine Idee. Okay. I spoke with Armand Christoffi, who is a member of the Thieves Guild. He offered me a chance to join the guild, but I have to compete against two other thieves, Methrodel and Amusei. Whichever one of us deals Amatius Alectus' diary first will be inducted into the Thieves Guild. If it's somewhere in the Imperial City, he told me that the beggars might be able to tell me where to find him. Maybe he lives in the Elven Garden. Okay. Wie wär's, wenn wir einfach hinterher rennen? You have my ear, Citizen. Klingt nach einem guten Plan. Scheint zumindest, als wüsste sie, wo sie hinrennt. Kann ich mal kurz mit ihr reden? Einen kleinen Moment nur? Hm? Leih mir mal kurz dein Ohr. Don't try to slow me down. I'm going to get that diary. Okay. Okay. Ich hätte natürlich auch Amusei in dem Fall hinterherlaufen können, aber ich glaube, ich traue ihr einer weisen Elfin, traue ich dann doch eher. Gehört ja mehr oder weniger zu meiner Rasse. Ah, okay. Shit. Okay, 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 okay. Sie hat sogar. Nice. Okay. Ah, fuck me. Okay. Komm. Na? Oh Gott, ist das... Oh! Man! Okay. Ups. Okay. Sehr gut. Okay, 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 Diary. Hell the fuck yeah. Mmm. Geh bloß weg von mir. Okay. Wir sind der Richtigen gefolgt. Woo! Wehe, irgendeiner schleicht sich hier an und versucht mir das Ding abzuklauen, weil das ist, glaube ich, weiterhin erlaubt. Wir schauen gleich mal rein. Also irgendwas, ich weiß nicht, ob das einfach nur ist... Ob wir es einfach nur klauen mussten, weil das, keine Ahnung, er sich das ausgesucht hat. Ah, das ist hier. Pardon me. I'm sorry to trouble you, but I was sent to ask for your help. What? And you are? Where are my manners? I'm Rossa Norvalo. My husband Gillen has requested that I find you and ask if you'd assist him. Ist das eine Falle? How can I help? Normally I wouldn't approach a total stranger like this, but Gillen seemed so insistent.
Please forgive my audacity. Ich meine, wir haben das Journal. Continue. Thank you. Gillen always tends to exaggerate, but in this case he sounded earnest, which worries me a bit. Ernest Hemingway? He said to tell you that the matter he needs help with is of the utmost importance to the citizens of the Imperial City. Das klingt nach Bullshit. Go to meet him at Serador's house, which is located in the Temple District. He said all will be explained when you get there. That's all he told me to say. Okay. Thank you. I'm sure he'll be pleased. I must go now. Good day to you. Diese Quest, die einfach mit dazu kommt, finde ich großartig. Wobei, das war mir gerade ein bisschen suspekt. Also von wegen, wenn ich jetzt wirklich mit ihr rede, werde ich währenddessen mir das Journal geklaut oder so. Hätte ja gut sein können. Mittlerweile, ich traue hier keinem. Aber wir haben schon extrem viel Glück gehabt, dass wir einfach dem Boss mal wirklich gefolgt sind, der uns in dem, der genau den Weg wusste. Oder die genau den Weg wusste. Ja, bestimmt. Bestimmt, mein Freund, bestimmt. Never judge a book by its cover. Aber es klingt nach einer Trollquest. Und genau das gefällt mir übrigens. Das heißt, den machen wir als nächstes. Man kriegt so viele random Quests, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Lass mal sehen, was es mit dem Buch auf sich hat. Ob da irgendwas drin steht, was eventuell interessant wäre. Ja. I planted the seeds for the drinkers. Soon I shall know if my theories hold true. The first shoots have appeared. I must make sure to continue a precise schedule of nutrient solutions. Small drinker fawns are clearly visible. This is a critical time in the development. I'm almost out of red blood. I'll have to catch some more of the filthy beggars. Ah, okay. So I know. Yes, you might do. Oh, I do. Oh, 5 Gold für einen Lockpick. Das ist ein Steal. Congratulations! You have returned with the diary. Yeah. You have earned the right to join the Thieves Guild. Nice. You now owe your loyalty to our guildmaster, the Grey Fox. Salute. He has 3 rules you must follow. Let's hear him. 3 rules. First, never steal from another member of the guild. Mm-hmm. Second, never kill anyone on the job. This is not the Dark Brotherhood. Schade. Animals and monsters can be slain if necessary. Okay. Third, don't steal from the poor. The peasants, naja, and beggars are under the personal protection of the Grey Fox, particularly here on the waterfront. Naja, also das ist in dem Fall ein breites Spektrum. Wann ist jemand in dem Fall, wann gilt jemand als arm und wann nicht? Ist der lange Arm des Gesetzes auf jeden Fall. Ach stimmt, wir können auch hier, falls wir eine Bounty haben, können wir die hier bei ihm auch bezahlen, damit unsere Bounty komplett einfach verschwindet, was eine geile Sache ist. Hilft auf jeden Fall aus. What do you want to know? What if I do kill someone? Yeah. Breaking any of the 3 rules means expulsion from the thieves. Hmm. If you commit murder, you must pay the blood price to rejoin the guild. Blood price is for each person slain. You can pay any of the guild doyen. Mm-hmm. Okay. Best source of information on them. Their eyes and ears seem to be everywhere. However, be prepared to spend a little coin. They won't tell you anything for free. At least not anything true. Special. You need more experience before I can use you on a commission job. Angar tells me that you haven't turned in much loot yet. When you've contributed enough to the guild coffers by selling stolen items to Angar, I'm going to for you. Come back then. Okay, stimmt, stimmt, stimmt. Hab ich ganz vergessen, auch eine andere Sache, die Thieves Guild hat, ist, dass man, das wurde auch im Loading Screen gerade eben erklärt, wenn man Sachen hat, die man geklaut hat, kann man die nicht verkaufen, also die werden gar nicht angezeigt bei normalen Händlern, die werden bei euch dann im Inventar einfach nicht angezeigt. Und genau diese Items kann man eben dann bei Angar, der eben mit der Thieves Guild verbunden ist, allerdings dann loswerden, was eine geile Sache ist. Jobs? We're thieves, not masons or scribes. Look, you're on your own as a thief. Go find a likely looking house. Case the joint to see when the owner is gone. When he leaves, you break in and steal some stuff. Hm. You don't need special permission or orders to do that. However,
you will find that you can only sell stolen property to one of the guild fences. Genau. Most other merchants won't take hot merchandise. So we all work alone? Well, sometimes the guild gets a special commission. You know, guaranteed pay to acquire certain items for special clients. Mm-hmm. You should check in with your doyen every once in a while to see if there are any commission jobs available. Okay, ich danke. Wie sieht's aus mittlerweile bei ihm? 69, da werden wir auf jeden Fall nichts dran ändern. Das ist eine sehr gute Disposition. Saloma. Oceanmala. Independent Thievery. Schauen wir mal, wo der Kollege sich hier aufhält. Der gute Ongar, denn ich habe, glaube ich, sogar ein, zwei Sachen, die, die wir geklaut haben. War der hier? Ich will jetzt nicht unbedingt auf dieses Boot da drauf gehen, weil ich glaube, dann fehlt mir in dem Fall ein Blutgefäß wahrscheinlich. Ach, der ist in Bruma. Ja, ist alles gut da hinten. Alles wird gut. Ich will nochmal schauen, ob ich das Haus von diesem Kollegen finde, in dem wir jetzt gerade das Buch geklaut haben. Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr, was er uns eventuell geben kann. Ich glaube, das war hier lang. Kann das sein? Das war irgendwo, wo unser Pferd war. Ja, doch. Ja, definitiv. Jetzt weiß ich auch, wo unser Pferd steht. Wobei das gar nicht unser Pferd mehr ist anscheinend. Naja. Warum das dann da steht, ist wieder eine andere Frage. Wahrscheinlich kann es keine Türen öffnen. Das ging hier lang. Weil das Schloss haben wir ja schon geknackt. Das müsste ja... Ich glaube nicht, dass er das hat fixen lassen. In der kurzen Zeit oder überhaupt bemerkt hat. Deswegen können wir direkt mal hier einsteigen und noch ein bisschen mehr Loot mitnehmen. Let's go. Das ist ganz geil eigentlich. Also ein bisschen was von... Ah, komm, wir nehmen einfach mal alles mit, was ein bisschen was an Value bringt. Denn ich glaube, wir müssen eine bestimmte Menge klauen. Bevor wir dann die ersten richtigen Quests bekommen. Okay, Base... Wir gucken mal nach oben. Okay, das ist alles verschlossen. Oh, der Typ hat ja gar nichts. Needs a key. Wo geht das lang? Achso, wooden door. Okay. Ja, nehmen wir mit. Ist gekauft. Ja. Okay, very easy. Okay, erster Versuch. Ja. Also mal, der Zacken, der am langsamsten fällt, genau das ist der, den ihr braucht. Oder bei dem ihr eben linksklickt, dann drücken muss. Das ist so grob... Die Ahnung, oder das, so habe ich es zumindest verstanden bisher. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Mehr oder weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger. Oh mein Gott, der Typ hat ja nix, ey. Das ist ja traurig. Aber er gilt zumindest nicht als arm. Das ist zwar arm, was er hier drinnen hat, aber... Nicht arm im Sinne von... Oh. Nicht arm im Sinne von... Ah, fuck. Genau, hier sehen wir übrigens, was eben geklaut ist und was nicht. Das ist schon mal eine ganz gute Ausbeute. Novus Mortar and Pestle. Ist zumindest ein bisschen was. Wissen Sie, der Drecksreis müsste hier, glaube ich, sein. Yes. Gönn dir. What the fuck? Overencamp, ja, ist klar. Ich glaube, wirklich viel können wir ja nicht mitnehmen. Wie viel haben wir? 3.48 Uhr. Wir haben noch genügend Zeit eigentlich. Also der Kollege müsste noch schön im Traumland sein. Na, das lassen wir mal. Denn wie gesagt, mehr können wir ja auch nicht mitnehmen. Das heißt, wir belassen es erstmal dabei. Wir schauen mal in Bruma vorbei. Halt hier. Bam.